Hallo, wie schön, dass du heute wieder mit dabei bist. In dem heutigen Video sprechen wir mal wieder darüber, wie man eine lineare Funktion aufstellen kann. In diesem Beispiel jetzt mit Hilfe von zwei gegebenen Punkten. Du weißt vielleicht, so eine lineare Funktion hat den allgemeinen Aufbau y gleich m mal x plus b. Falls ihr das übrigens y gleich m mal x plus n nennt, keine Sorge, der Ablauf und das Vorgehen ist exakt dasselbe. Und man hat so eine lineare Funktion, wenn man einmal die Zahl für das m, also für die Steigung, kennt und wenn man die Zahl für den y-Achsenschnitt kennt. Ja, beides kennen wir nicht. Das heißt, wir müssen natürlich beides berechnen. Und starten tun wir jetzt hier mit dem m, mit der Steigung. Wie berechnet man die Steigung? Mit Hilfe von zwei Punkten. Relativ einfach mit dem sogenannten Differenzenquotienten. Klingt komisch, ist aber gar nicht so schwer. Ich schreibe den einmal auf. Berechnen wir nämlich mit y2 minus y1 durch x2 minus x1. So. Wie funktioniert das Ganze? Nun, im ersten Schritt würde ich an deiner Stelle immer erst einmal diese Punkte hier durchnummerieren. Der erste Punkt bekommt x1 und y1. Der zweite Punkt dann dementsprechend x2 und y2. Und deine erste Aufgabe besteht jetzt im Endeffekt darin, die richtige Zahl hier für diese Buchstaben einzusetzen, also für diese Koordinaten. Du siehst jetzt schon, okay, die Formel fängt mit y2 an, also setzen wir dafür die 10 an, oder die 10 ein. Dann geht diese Formel mit y1 weiter. Dafür werden wir die 4 einsetzen. Dann geht es hier weiter unten im Nenner mit x2. x2 ist 1, das werden wir dafür einsetzen. Und dann als letztes hier nochmal x1. Hier werden wir diese minus 2 einsetzen. Wenn wir das machen, entsteht genau dieser Ausdruck hier, also gleich 10 minus 4, also y2 minus y1, Bruchstrich 1 minus minus 2. Warum denn minus minus? Und du musst dir vorstellen, du hast hier ein Minuszeichen, das ist genau das da. Und danach kommt das x1, also minus 2. Bis dahin das einmal notiert, dann kommt minus 2, dann entsteht jetzt hier minus minus. Und wenn du eine negative Zahl einsetzt, gehört diese grundsätzlich in Klammern gesetzt. Ja, jetzt müssen wir das natürlich ausrechnen. Erst einmal den Zähler für sich. Ja, 10 minus 4 ist 6. 1 minus minus 2, du weißt vielleicht, minus minus ergibt plus. Also 1 plus 2 ist 3. Ja, und dann weißt du auch vielleicht, dass ein Bruchstrich nichts anderes ist als eine Geteiltrechnung. Das heißt, hier steht 6 geteilt durch 3. Ja, 6 durch 3 ist natürlich 2. Jetzt haben wir hier also schon mal das m berechnet. Wir wissen, m ist 2. Das heißt, das hier haben wir schon mal. So, und jetzt fehlt uns eigentlich nur noch der sogenannte y-Achsenschnitt. Also das haben wir berechnet. Das ist noch der falsche Stift. So. Jetzt im zweiten Schritt müssen wir das m und einen der beiden Punkte, du kannst dir selber entscheiden, ob du P oder Q nimmst, in y gleich m mal x plus b einsetzen. Klingt komisch, ist gar nicht so schwer. Du schreibst ja am besten einmal ganz kurz y gleich m mal x plus b hin. Und jetzt hältst du so dann fest, was wir bisher kennen. Das m haben wir gerade berechnet, das heißt, für m werden wir die 2 einsetzen. Ich entscheide mich jetzt für den Punkt Q, weil nach meinem Empfinden hat der Punkt Q einfachere Koordinaten. Ich finde zum Beispiel eine 1. Damit umzugehen, mit einer 1 einfacher als mit einer minus 2. Das heißt, das x ist 1 und das y ist 10. Wie du siehst, einmal sich für einen Punkt entschieden. X-Koordinate, y-Koordinate, das gerade berechnete m. Und das werden wir jetzt alles in die richtige Position einsetzen. In die richtige Position, ja, einsetzen bedeutet im Endeffekt, wir werden hier dieses y durch die 10 ersetzen. Dann werden wir logischerweise vielleicht hier dieses m durch die 2 ersetzen und wir werden das x, also das hier, durch die 1 ersetzen. Dann haben wir nur noch eine Gleichung, in der nur noch das b drin vorkommt und dann können wir genau dieses b berechnen. Also y einmal durch 10 ersetzt, dann das m durch die 2, das x durch die 1 und für b setzen wir gar nichts ein, weil wir das natürlich ausrechnen wollen. So, damit ist der zweite Schritt abgearbeitet. Jetzt kommen wir auch schon zum dritten Schritt. Jetzt können wir diese Gleichung nach b auflösen. Das heißt, hier würde ich erst einmal ganz kurz diese Malrechnung ausrechnen. Ja, 2 mal 1 ist natürlich 2. Dementsprechend sind wir jetzt hier bei 2 plus b. Und wir wollen nach b auflösen, denn wenn das b alleine auf der Seite steht, kennen wir die Zahl für b. Das heißt, wir brauchen jetzt eine Gegenrechnung. Da steht ja 2 plus und die Gegenrechnung zur Addition ist die Subtraktion, also die Minusrechnung. Dementsprechend verrechne ich jetzt diese Gleichung mit minus 2. Wenn du bei einer Gleichung etwas verrechnest, dann grundsätzlich immer auf beiden Seiten. Für links rechne ich also 10 minus 2. 10 minus 2 ist 8. Ja, und rechts 2 und minus 2 hebt sich weg. Das b bleibt übrig. Und genau das wollte ich. 8 ist gleich b oder einmal vielleicht ganz kurz
vertauscht in der Formulierung, denn du darfst beim Gleichheitszeichen immer rechte und linke Seite tauschen. B ist gleich 8. Damit haben wir dann auch schon das B berechnet. So, genau das, was wir haben wollten. Denn wir kennen jetzt hier im Endeffekt das M, das hatten wir hier berechnet, das war 2. Wir kennen das B, das haben wir hier berechnet, das war die 8. Und jetzt können wir beides in diesen Rohbau für diese lineare Funktion einsetzen und dann sind wir auch schon fertig. Also, dann sind wir hier bei y ist gleich. Jetzt kommt das m, dafür setzen wir ja die 2 an, mal x. Jetzt kommt das gerade berechnete b, also die 8. Damit ist das die gesuchte lineare Funktion, die wir mit Hilfe von diesen beiden Punkten hier aufgestellt haben. Ich verlinke dir hier übrigens gerade nochmal die Playlist zu den linearen Funktionen, denn gerade zu diesen Funktionen habe ich ja schon etliche Videos gemacht. Auch verschiedene Vorgehensweisen, wenn du zum Beispiel am Anfang nicht 2 Punkte gegeben hast, sondern die Steigung in einem Punkt oder aber den Y-Achsenschnitt in einem Punkt, wie du dann zu den richtigen Funktionen kommst. Ja, und darunter nochmal ein passendes Video. Und jetzt sollte eigentlich in diesem Moment mein Icon eingeblendet werden. Da würde ich mich natürlich mega freuen, wenn du diesen Kanal abonnieren würdest. Und jetzt wünsche ich dir wie immer ganz, ganz viel Erfolg beim Lernen.